Mein Name ist Wolfgang Mück. Geboren wurde ich 4 Wochen nach Kriegsausbruch im Jahr 1939. Der Krieg hat praktisch meine Kindheit und meine Jugend bestimmt. 1946 kamen wir hierher und schon in der Schule habe ich gemerkt, Geschichte interessiert mich. Ich habe dann Geschichte studiert, Germanistik, und habe gemerkt, wie wichtig es ist, den Schülern aus ihrem eigenen Umfeld Beispiele zu bringen. Und Geschichte ist ja auch etwas, was in die Zukunft schaut. Deswegen auch dann der Gang in die Politik. Ich wollte nicht Opfer sein, sondern ich wollte mitgestalten. Also Zeitkapseln sind ja deswegen so interessant, weil sie Zeitschnitte aus verschiedenen Jahrhunderten wiedergeben. Da ist zum Beispiel der Bericht über die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg. Es ist einfach fantastisch zu sehen, wie Menschen ihre Epoche jeweils miterlebt haben. Zeitkapseln sind im Grunde Behältnisse, die auf dem Kirchturm oder auf dem Rathaus, auf einem Turm, auf einem Privathaus zu finden sind. Und in diesen Zeitkapseln sind verschiedene Gegenstände eingelagert aus der jeweiligen Zeit. Die sind völlig unterschiedlich. Es können Münzen sein, es können Geldscheine sein, es sind Zeitungen, es sind Bücher, es sind Erinnerungsstücke, die dort in diesen Zeitkapseln zu finden sind. Ja, also im Hintergrund befindet sich die Stadtkirche aus dem Jahr 1300. Als in den 90er Jahren die Turmspitze renoviert wurde, hat man die Kapsel, die große Kugel geöffnet und hat dort Dokumente gefunden aus dem 17. Jahrhundert. Beschreibungen der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg, als es für die Menschen sehr schwierig war, ihr Leben zu gestalten. Und in späteren Jahren bei neuen Renovierungen sind weitere Fundstücke dazugekommen, sodass wir eigentlich einen wunderschönen Überblick haben über die Geschichte unserer Stadt. Im Jahr 1871 wurde das Langenfelder Tor abgebrochen und das wunderschöne Wappen, das auf der Innenseite war, das sollte erhalten bleiben. Das hat man abgenommen und hat es hier über das Portal der Fürstenschule angebracht. Und als es 1992 dann abgenommen wurde, um es wieder zu restaurieren, hat man dahinter eine kleine Zinntafel gefunden, auf der drin stand, dass dieses Tor 1871 abgerissen wurde und dass man aber das Wappen erhalten wollte. Es war natürlich eine kleine Sensation, gab einen schönen Zeitungsbericht und heute lagert es im Heimatmuseum. Dort hat es also einen schönen Platz im Rahmen der Stadtgeschichte gefunden. Im alten Schloss drüben, gar nicht weit von hier, in der Rathauskapsel sind Dokumente aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Also im Jahr 1950, als das Türmchen aufgesetzt war, hat man diese Dinge in die Zeitkapsel eingefügt. Der damalige Stadtbaumeister, der hat eine Geschichte des Rathauses aufgeschrieben, angefangen von 1568, als der damalige Landesfürst den Bürgern gnädigerweise den Platz zum Bau eines Rathauses überlassen hat. In dieser Kapsel sind dann Geldscheine, ein 2-Mark-Schein, D-Mark, ein 1-Mark-Schein zu finden, kleine Münzen, Bücher zu finden, eine Liste der Spender für das Rathaus, dann die Stadträte, der Bürgermeister, ja, also alles, was nur irgendwie Bezug hat zur Stadt Neustadt. Also lauter solche Dinge, die einmal das Alltagsleben, dann aber auch die Zeitsituation und die Veränderungen zum Ausdruck bringen. Als im Neuhof der Turm baufällig geworden war, musste man die Haube abnehmen. Dabei hat man natürlich auch die Kapsel geöffnet, die oben am Turm war. Und dabei hat man einen wunderschönen Fund gemacht. Aus der Zeit kurz nach der Jahrhundertwende, als also ein Dachdecker das Dach des Turmes neu gedeckt hat. Da hat man zum Beispiel gefunden ein
Blatt, das er aus dem Kalender herausgerissen hatte, und da schreibt dieser Dachdecker, es war eine wunderbare Arbeit, 8 Wochen war ich hier in Neuhof beschäftigt, habe gut Essen bekommen, war in einem Gasthaus, der Wirt hatte 9 Kinder, 4 Söhne, 5 Töchter und die 18-jährige Sophie, das war einfach wunderbar. Hier zum Beispiel habe ich eine Schrift, die in Schauerheim in den Knopf der Kirche eingefügt worden ist, im Jahre 1757, zusammen mit einem Gedicht auf den Landesherrn, wie wir hier sehen, wo er den allergnädigsten Fürst huldigt, dass er den Kirchenbau in Schauerheim mit unterstützt hat. Die Zeitkapseln mögen unscheinbare Dokumente sein. Aber was sie so interessant macht, ist, dass es authentische Zeugnisse sind von Dingen, die man sonst in den Geschichtsbüchern vielleicht nicht findet. Und sie geben uns einen Blick in die Vergangenheit und sie zeigen uns, dass Menschen früher ähnlich gedacht haben, wie wir denken, und dass sie immer auch in eine hoffnungsvolle Zukunft geschaut haben. Und das, glaube ich, macht sie so besonders wichtig für uns.